la bella gisatore, j'ai notre si cavore, j'ai notre si cavore, j'ai la tout la di la toi. Sie waren der Star von dem Film. Und Sie selbst haben zugestimmt, dass die Szene ohne Schnitt so im Film drin bleibt, weil Sie sie so komisch fanden. Stimmt das oder stimmt das nicht? Darum geht es doch überhaupt nicht, Charlie. Absolut fantastisch. Eine Wahnsinnswelle schwappt über die USA. Chaplinity. Ganz Amerika im Chaplin-Taumel. Zeitungen bringen Zeichnungen von dir. Du bist der Held in Cartoons, in Trickfilmen. Es gibt Chaplin-Puppen und Bücher über dich, über meinen kleinen Bruder. Und Charlie, das geht gerade erst richtig los. Du wirst der größte Star der Welt. Hörst du? Der größte Star auf der ganzen Welt. Chaplin, wir sind also unter Freunden. Freut mich, Mr. Hoover. Mr. Chaplin, ich bin, und das wird Sie nicht überraschen, ein großer Bewunderer Ihrer Filme. Danke sehr. Und ich freue mich ganz besonders, Sie bei dieser Gelegenheit kennenzulernen. Wir feiern heute das Kriegsende. Wir werden also wieder in einer friedlichen Welt leben können. Das künstlerische Schaffen wird gestärkt daraus hervorgehen, glauben Sie nicht auch, Mr. Chaplin? Ganz bestimmt. Aber das will nicht ganz ohne Schwierigkeiten abgehen. Wie meinen Sie das? Was meinst du denn, dass wir den Film in Los Angeles fertigstellen müssen? Wie meinst du das? Wir schneiden ihn einfach da, wo die Gerichtsvollzieher keinen Zugriff haben. In einem anderen Bundesstaat. In Utah zum Beispiel. Was? Strafrechtliche Verfolgung ist von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Wir packen das ganze Filmmaterial ein, schlagen unsere Zelte in Salt Lake City auf und schneiden da den Film in aller Ruhe zu Ende. Was soll denn das heißen? Oh, jetzt müsste ich schlafen, mein kleiner Charlie, damit du wieder zu Kräften kommst. Und versuch dich an deine Träume zu erinnern, ja? The cow jumped over the moon. Mama! The little boy loved to see such things. Wir lieben uns immer noch, Charlie. Wenn auch anders als damals. Lass uns das nicht kaputt machen. Du möchtest, dass wir heiraten, ja? Wünschst du dir das von ganzem Herzen? Einer so großen Liebe kann man sich einfach nicht widersetzen. Sie überschwemmt uns geradezu. Eine solche Leidenschaft kennt keine Vernunft. Sie reißt uns mit und wir können nichts dagegen tun. Sie schweißt uns zusammen. Ein Leben lang. Wir schaffen das!